wieder besser aus. Wir sind momentan bei 24,6. Die Grenze für Altersklassenathleten ist bei 24,5. Und ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass wir bei den Altersklassenathleten mit Neopren schwimmen können. Die Nächte sind sehr kalt. Wir haben heute Nacht 0,8 Grad verloren. Wenn es so weitergeht, dann werden unsere Altersklassenathleten mitschwimmen können. Es kann sogar sein, dass auch unsere Topathleten mitschwimmen können. Die aktuelle Wettervorhersage für Sonntag. Wir haben eine Kaltfront, die kommt Samstag auf Sonntag Nacht. Es kann ein bisschen nieseln in den frühen Morgenstunden. 10 bis 11 Uhr klart es auf und die Sonne wird durchkommen. Und Höchsttemperaturen maximal 22 Grad. Also für die Starter, für unsere Helfer, für die Zuschauer äußerst angenehme Temperaturen. Da sind wir auch wirklich sehr froh. Wir haben organisatorisch reagiert auf diese Möglichkeit, dass die Topathleten ohne Neopren schwimmen müssen. Laut Regularien der Deutschen Triathlon Union müssen wir die Altersklassenathleten, die in der ersten Startgruppe sind, alle Athleten über 65 Jahre, Athleten mit Behinderung, Athleten, die letztes Jahr als Altersklassenathlet in den Top 50 gefinisht haben, werden wir jetzt in die dritte Startgruppe setzen, sodass wir eine auf Pro-Man spezialisierte Gruppe 1, Pro-Woman Gruppe 2 und dann die Gruppe 3 haben werden. Sollte es so sein, dass alle mit Neopren Anzug schwimmen, bleiben wir trotzdem bei der Regelung, dass die erste Startgruppe dieses Jahr nur aus Top-Männern besteht, zweite Startgruppe nur aus den Damen.